Moin! Heute ist der 8. Januar 2021 und der nächste Biertest steht an. Ich muss ein bisschen heute auf die Tube drücken. Meine Frau und ich, die Ina und ich, wir haben den Backofen voll mit leckerem Essen. Und ihr seht vielleicht heute auch, ich habe heute ein ganz, ganz einfaches Shirt an. Es ist soweit. Nach einer Woche erste Schulung im neuen Unternehmen ist es morgen nun soweit. Wir machen in unserer Küche weiter. Also nichts von wegen Wochenende und richtig entspannen, sondern wir werden fleißig, wie wir sind, weiter die Küche erst einmal ausbauen, renovieren weiterhin. Morgen dann zum Beispiel einen neuen Fußboden einlegen, bis dann am nächsten Donnerstag unsere Küche geliefert wird. Und da haben wir also wie viel vor. Deswegen heute schon mal das Renovierungsshirt für morgen sozusagen schon mal vorbereitet. Und Einstimmung in das Wochenende mit einem leckeren Bier. So wünsche ich mir das zumindest. Und zwar einer Brauerei, die ich hier auch schon mal vorgestellt hatte. Mit einer anderen Sorte. Und dieses Bier tatsächlich war zuerst auch noch nicht in der engeren Auswahl, es mal vorzustellen. Ich habe das jetzt spontan entschieden, weil das noch von Weihnachten übrig geblieben ist. Da hatte Bernd nämlich keine Lust, das zu trinken. Hatte genug an dem Abend und deswegen gibt es heute für mich und für euch zum Testen das Eyinger Lager Hell. Aus dem Hause Eyinger, also das zweite Bier, was ich jetzt mal probieren werde. Das Lager mit 4,9% Volumen Alkohol und den Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Das war's. Mehr steht hier nicht drauf. Bayerisches Bier, wie immer, mit dem Siegel. Und ansonsten steht nicht so viel auf der Buddel drauf. Die 4,9% ist jetzt nicht so einfach hier. Wo waren die? Da oben sind sie. Ne? Genau. Und irgendwann hatte ich mal ein türkisches Bier getestet. Da war auch so ein Logo drauf hier mit einer Schwangeren, die bitte kein Alkohol trinken soll. Das finde ich interessant, dass es jetzt in Deutschland tatsächlich dann auch das erste Mal für mich hier richtig deutlich ist. Ja, ansonsten hatte ich ja schon mal erzählt, Eyinger im Prinzip relativ deutlich mit dem Etikett immer. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Man sieht von Weitem schon, um was es sich handelt. Bottle Cap genauso wie beim letzten Mal. Ja, dann sehen wir doch einfach mal zu, was so Sache ist. Ich muss heute die Buddel allerdings ein bisschen anders aufmachen, da ich glaube ich auch noch kein Foto von dieser Flasche gemacht habe. Wollen wir doch mal testen. Lagerbier bei mir nicht ganz so beliebt, sage ich an dieser Stelle schon mal. Es gibt auch sicherlich gute Lagerbiere, das will ich jetzt überhaupt nicht in Frage stellen. Ich bin dann eher aber so einer, der diese Art von Bier nicht ganz so schätzt, sondern eher wenn in Richtung leichtes Pils geht oder eben Craft-Biere. Das hier ist ein ganz klares Bier. Das kann man, glaube ich, sehr gut erkennen schon. Mit leichten Kohlenstoffaufstieg. Ja, das kann man wirklich so sagen. Schaumkrone, sehr schön, locker und leicht. Zwei Finger breit und auch eine relativ cremige, sehr feine Schaumkrone, die allerdings tatsächlich so ein bisschen lebt, also es fällt so langsam, aber sicher dann, denke ich, in sich zusammen. Das Bier ist relativ kalt auf dem Balkon gelagert. Wir haben in Cuxhaven im Moment so um die, naja, vorsichtig gesagt, upsala, 1 bis 3 Grad vielleicht immer. Jetzt habe ich das erste Mal hier vor der Kamera geschwappt. Nicht gut. Passiert. Aber ich wollte euch ja mal zeigen, ob die Schaumkrone am Glas haften bleibt und das tut sie. Also alles prima. Sehr süßlicher Geruch. Also man riecht wirklich ein bisschen Malz, ein bisschen Zucker raus. Eher wirklich der süßliche Duft, der absolut überwiegt. Zum Wohl. Auf der Zunge 0,0 Sprudel. Dazwischen wirklich gar nichts. Auch Bitterstoffe merke ich so gut wie gar nicht.
Da ist also wirklich absolute Entspannung angesagt. Das hat ein Bitterwert, wenn überhaupt von 12 oder so. Das steht jetzt nirgends drauf. Ich habe es auch nicht weiter recherchiert heute auf der Internetseite. Sehr angenehm, sehr süffig, sehr weich das Bier. Ja, ich versuche es jetzt ein bisschen weiter hinten auf der Zunge zu testen, zu schmecken. Also ich merke wirklich ganz viel Süße, ganz viel Malz und auch da kaum eine Herbe, kaum Bitterstoffe. Das ist ein echt süffiges Bier. Das Lagerhell von Aiinger hätte ich mir jetzt tatsächlich auch ein bisschen anders vorgestellt. Ja, aber hier muss ich euch sagen, gefällt mir, dass das wirklich so schön weich ist. Das ist ein richtig angenehmes, schönes Bierchen, so bekömmlich, glaube ich. Aber auch so ein kleines bisschen nichtssagend, weil es hat einfach wenig eigenen Geschmack, eigenen Wiedererkennungswert. Das könnte auch eine ganz leichte Limo sein, sage ich jetzt mal vorsichtig blöd gesagt. Ne? nichtsdestotrotz, es schmeckt mir eben durch diese sehr Leichtigkeit, so möchte ich sagen. Ja. Der kleine Kick fehlt, sei es vom Zischen, vom Sprudel her oder eben auch vom eigenen Geschmack, der wenig sagend ist, sage ich mal, sondern einfach so ein bisschen dahersicht, ne? Ja. Wenn ich so zu meiner Wertung heute komme vom Aiinger Lagerhell, von 10 möglichen Punkten gebe ich 5. 5. Es ist ein absolutes schönes Durchschnittsbier. Da macht man nichts verkehrt mit, kann man gut trinken. Aber dementsprechend gibt es natürlich auch Besseres. Ganz klar, es ragt jetzt nicht raus oder so. Also das kann man wirklich nicht sagen. Es schmeckt aber. Ein Hauch zu kalt vielleicht für den Test heute. Stört mich persönlich jetzt nicht so sehr, weil ich trinke gerne relativ kalte Biere, aber für den Test ist es natürlich besser, sagen wir mal, wenn so ein Bier so um die 8 bis 10 Grad knapp hat vielleicht, dann entsteht da mehr Geschmack einfach. Ja, ihr Lieben, zu Hause und in aller Ferne. Das war es also heute, der heutige Biertest am 8. Januar 2021. Jetzt gibt es gleich erstmal schön Armbrot und dann ein Wochenende. Ich wünsche euch ein tolles, bleibt gesund, passt auf euch auf und vielleicht habt ihr ja Lust, auch den nächsten Biertest mitzunehmen. Ein Bier ist auf jeden Fall noch da und das ist auch von der Größe der Flasche, von der Flasche überhaupt und vom Bier etwas ganz Spezielles. Seid gespannt und dann bis bald. Tschüss!